Du bist unterwegs und musst ganz dringend, aber wie sauber sind öffentliche Toiletten? Hygiene kann man ja manchmal nicht sehen. Also Keime sind ja eher unsichtbar. Und mit Keimen kann man sich anstecken, krank werden. Norovirus beispielsweise oder EHEC oder Grippevirus. Wo findet man diese Keime? Natürlich auf der Schüssel, ist doch klar. Also auf der Klobrille. Nur steckt man sich an, wenn man sich draufsetzt? Eher nicht, sondern wenn man sie anfasst. Und deswegen haben wir ein Problem, liebe Frauen. Also mir wurde berichtet, es gibt welche, die bauen Nester. Damit sich das Bein nicht infiziert, ist klar. Nur, dass man beim Papierauslegen die Klobrille anfasst und nachher die Keime an der Hand hat und die Hand ins Gesicht, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ungesund. Anfassen ist grundsätzlich das Problem in einer öffentlichen Toilettenanlage. Die Tür, den Seifenspender, den Wasserhahn, den Mülleimer. Und dort können überall Keime hängen. Hände waschen würde helfen. Aber das machen ja nicht alle, sondern gehen mit ungewaschenen Händen raus und fassen dabei die Türklinke an. Es gibt eine britische Studie. 200.000 Raststätten-Klobesucher wurden untersucht. Nur 48% haben die Hände gewaschen, der Rest nicht. Statistisch gesehen waschen sich die Frauen mehr die Hände als die Männer, aber selbst da nicht alle. Und das Problem ist, wir waschen falsch. Statistisch 7 Sekunden lang Hände unter Wasser mit Seife, fertig. Experten sagen aber, es sollten mindestens 30 Sekunden sein. Es hilft übrigens, wenn du die Hände danach abtrocknest. Also nicht mit so einem Luftding, sondern richtig, am besten mit einem Papiertuch, weil dann nochmal mechanisch die letzten Keime entfernt werden. Es gibt Spezialisten, ich nehme mich da nicht aus, die dann das Papier nehmen, um die Tür zu öffnen, dann wegwerfen und raus. Dann hat man nämlich wirklich nichts angefasst. Weil mit sauberen Händen einen dreckigen Türgriff anfassen, du weißt, was ich meine. Und jetzt beantworte ich dir die alles entscheidende Frage. Du stehst in der, ich sag hochoffiziell, Toilettenanlage, ja? Kommst durch den Eingang rein, mehrere Kabinen, welche nimmst du? Es gibt eine schöne deutsche Untersuchung. Die, die dem Eingang am nächsten ist, wird am häufigsten benutzt. Wenn du also die am wenigsten benutzte suchst, nimm die am weitesten entfernte. Und warum ist das so? Möglicherweise, weil die Leute es eilig haben. Oder weil sie faul sind. Und jetzt noch ein Tipp, den Alleswisser rund ums Schlafen. Ist es normal, dass man nachts aufwacht? Wie kann man besser einschlafen? Wie schläft man am besten durch? Schaut rein.